Was brauche ich an Ausrüstung, um eine Doppelflasche tauchen zu können? Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support. Heute ein Video, was ihr alles braucht, um ein Doppelgerät tauchen zu können. Vor kurzem haben wir euch ein Video gemacht, was man alles braucht, um ein Monogerät zu tauchen. Einen Link findet ihr hier. Nun aber zum Doppelgerät. Beim Doppelgerät ist es nochmal deutlich einfacher wie bei einem Monogerät, da hier schon ein Großteil der Halterung des ganzen Systems an der Flasche verbaut ist, nämlich einfach die Schellen, sodass ihr nur noch ein Wing und eine Backplate braucht, so wie wir das hier auch kurz gezeigt haben. Als erstes wieder die Backplate. Die Backplate wieder ganz klassisch wie vorher gezeigt oder wie auch im Mono-Video gezeigt. Ihr müsst euch vielleicht wirklich beide Videos anschauen, um auch die Zusammenhänge erkennen zu können. Hier wieder eine klassische Backplate im üblichen Stil und hier mit einem Dirharness verbaut. Es funktionieren aber natürlich auch andere Backplate-Systeme, die für mehr Komfort ausgestattet sind, also sprich Cinch-Harness von Heltzian, Smartstream von OMS oder alle möglichen Komfort-Harness, die es von anderen Herstellern gibt. Diese Backplate ist das System, das direkt am Körper tragt, die Rückseite eben auf dem Rücken, die Bebänderung vorne am Körper. Und somit wieder sehr frei. Ihr habt hier nahezu nichts. Ihr habt zwei Bänder, ihr habt das Bauchgurtband, natürlich auch den Schrittgurt, der dann nochmal für zusätzliche Fixierung sorgt. Aber letztendlich habt ihr sehr, sehr wenig, was direkt am Körper ist, direkt am Körper getragen wird. Als nächstes Bauteil kommt das Wing, ein relativ breites Wing und auch deutlich breiter wie das eines Monosystems, weil es eben nicht dazu kommen darf, dass das Wing unter der Flasche, unter dem Doppelgerät liegt und ihr somit eine Luftblase lediglich unter der Flasche habt und das Ganze dann sehr instabil und kippelig wird. Nein, das Wing muss breit genug sein, dass es sich links und rechts um die Flasche legen kann, soll aber dann auch nicht über die Flasche hinausgehen. Darum ist es besonders wichtig, hier die richtige Bauform zu haben, was aber natürlich alle gängigen Jackets, die ihr heute, oder alle gängigen Wings, die ihr heute kaufen könnt, erreichen und natürlich auch funktionieren. Also darum die sehr breite Bauform. Ja, letztendlich wird dann nur dieses Wing auf die Flasche gesteckt, die Backplate drauf, das Ganze mit den Bolzenschrauben verschraubt und das war es dann auch schon. Also ihr seht, sehr, sehr viel einfacher wie beim Monogerät, wo ihr noch Spanngurte, eventuell Singletank-Adapter oder diese Dinge braucht. Hier nicht. Also einfach nur Wing, Backplate mit den mitgelieferten Bolzen und Schrauben am Doppelgerät verschrauben und die Sache ist erledigt. Zu diesem Zusammenbau, auch wenn es hier einfach klingt, haben wir euch ein Video gemacht, damit ihr es auch sehen könnt, wie es geht. Den Link zu diesem Zusammenbauvideo findet ihr hier. Recht viel mehr gibt es hier auch gar nicht zu sagen. Wie gesagt, ihr braucht eine Doppelblase, ihr braucht eine Backplate und schon könnt ihr damit ein Doppelgerät tauchen. Das ist auch der Vorteil, den wir kurz erwähnt haben im Video zum Monogerät, sodass man sagen kann, ihr habt schon ein komplettes Monosystem und wollt jetzt ein Doppelgerät tauchen, ja, dann braucht ihr einfach nur eine zweite Blase. Und die Hersteller lassen sich oft untereinander kombinieren. Es kommt hier lediglich auf den Lochabstand an. Das sind alle gängigen Hersteller identisch, sodass ihr verschiedene Marken kombinieren könnt, hier auch nicht gebunden seid und ganz einfach von einem Monogerät auf ein Doppelgerät wechseln könnt. Ihr seht also, mit einem Monogerät, mit einem Mono-Wing-System seid ihr überhaupt nicht begrenzt. Genauso andersrum, wenn ihr erst ein Doppelgerät-Wing mit dieser vielleicht für euch neuen Systematik tauchen wollt, mit einer Backplate, dann taucht ihr Doppelgerät und irgendwann werdet ihr feststellen, hey, diese Art zu tauchen ist so toll, das möchte ich auch im Urlaub haben, das möchte ich auch mit meinem Monogerät haben. Dann kauft ihr euch ein Monowing, ein paar Spanngurte dazu und das ganze System funktioniert auch dann, wenn ihr Mono unterwegs seid. Dann hoffen wir euch einen kurzen Überblick gegeben zu haben, was ihr alles braucht, um ein Doppelgerät zu tauchen. Wie gesagt, einfach nur Backplate und Wing, ganz einfach.
Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare rein. Wir versuchen, die auch alle zu beantworten. Und natürlich freuen wir uns immer über einen Daumen hoch und ganz besonders über neue Abonnenten. Abonniert uns, sodass ihr kein neues Video mehr von uns verpasst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.